Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ihr seht schon, die Freude ist mir wie ins Gesicht geschrieben, ja. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin froh wieder dazu, denn das ist das erste Video nach meinem Bann. Ich wurde am 8. März gebannt, wie der ein oder andere von euch mitbekommen hat. Ich erzähle euch jetzt einmal in diesem Video die ganze Geschichte. Ich habe leider bisher noch nicht geschafft, das Video aufzunehmen. Heute ist schon der 23. Ich wollte es jetzt am Sonntag rausbringen. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich vernachlässige YouTube zurzeit so ein bisschen, weil mir Twitch unfassbar viel Spaß macht. Und wenn ihr außerdem wissen wollt, warum das Licht in meinem Hintergrund gerade nicht mehr türkis ist, wie es sonst ist, sondern pink, dann schaut doch gerne mal bei mir auf Twitch vorbei. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Wir zocken da sehr, sehr viel und haben einfach eine richtig, richtig geile Zeit. Also nun komme ich aber zu meiner Geschichte. Was ist eigentlich alles passiert? Und ich hab das mal ganz chronologisch aufgeschrieben, damit ich das erstmal nochmal verarbeiten kann, was da eigentlich alles passiert ist. Und vor allem, damit ich das für euch aufbereiten kann, für die, die es interessiert, was ist in welcher Reihenfolge passiert. Denn ich war anderthalb Wochen auf YouTube gesperrt und, wie wir jetzt herausgefunden haben, natürlich auch zu Unrecht. Weil sonst wäre ich jetzt nicht wieder entsperrt. Fangen wir vorne. Am 8.3. habe ich um 9.33 Uhr die E-Mail bekommen, dass ich wegen schwerwiegender oder wiederholter Verstöße gegen die Community-Richtlinien bezüglich Nacktheit und pornografischer Inhalte gesperrt wurde. Und da dachte ich mir erstmal so, das soll ein scheiß Witz sein. Also das muss doch ein Fehler sein. Das habe ich mir wirklich in der ersten Sekunde gedacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es gerade wirklich passiert. Ich bin deswegen auch absolut nicht in Panik verfallen, weil normalerweise möchte man jetzt ja meinen, oh scheiße, ich wurde gerade auf YouTube gesperrt, übel Panik, mein YouTube-Kanal ist weg, alles ist weg und es ist auch nicht wiederholbar. Denn ihr müsst euch vorstellen, der YouTube-Kanal wurde von YouTube gelöscht in dem Moment. Das heißt, ich habe keinen Zugriff mehr auf diesen Kanal und kann auch keine Videos mehr holen. Das heißt, alle Erinnerungen, die ich quasi an meine Videos habe, und davon, da rede ich gerade am meisten von zum Beispiel dem FAQ, was ich kürzlich aufgenommen habe, oder auch von den Gaming-Videos von mir und Stefan früher, die wären weg. Das dachte ich mir, oh shit, aber ich sehe ja ein Ansicht, dass es ein Fehler war. Was habe ich denn geplant? Und zwar war mein erster Versuch, okay, ich gehe den einfachsten Weg, ich stelle den Entbannungsantrag, denn in dieser E-Mail, die man dann bekommt, kann man auf Entbannung beantragen drücken und da habe ich raufgedrückt und habe dann einen allgemeinen Entbannungsantrag formuliert. Den habe ich dann am Abend um 18.27 Uhr rausgeschickt. Ich habe das nicht sofort gemacht, weil zum einen war ich auf der Arbeit und zum anderen habe ich mir gedacht, das klärt sich eh relativ schnell, also was nützen da diese 10 Stunden? Am 9.3. um 7.40 Uhr, das heißt so ein bisschen mehr als 12 Stunden, nachdem ich den Entbannungsantrag gestellt habe, habe ich eine Antwort bekommen. Und zwar eine relativ allgemeine Antwort im Sinne von, wir haben die nochmal geprüft, die Videos, und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass dein Konto weiter gesperrt bleibt. Okay, ihr habt es geprüft. Also, I don't know, wer das geprüft haben soll, aber es hat obviously keiner geprüft. Denn ich fand diese Zeit schon etwas komisch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass da Rundumbetrieb ist, sondern ich glaube, die arbeiten halt von so 9 to 5, I guess. Und ich habe nach 17 Uhr den Entbannungsantrag gestellt und habe vor 9 Uhr eine Antwort bekommen. Da dachte ich mir schon so, ey, das ist doch eine Bot-Antwort einfach. Und so war es natürlich auch am Ende. Ich habe lediglich, also ich kann es nicht hundertprozentig sagen, versteht mich nicht falsch, aber ich gehe zu 90% davon aus, dass sich das keiner angeschaut hat in diesem Moment, dass es lediglich eine Bot-generierte Antwort war, die ich da bekommen habe. Sie ist auf jeden Fall gesagt relativ allgemein formuliert und ich wurde nochmal darauf hingewiesen, ja, gegen was für Community Guidelines ich verstoßen habe, wo die stehen und whatever so. Dann dachte ich mir halt, ja, okay, was mache ich jetzt? Ich habe ein bisschen Panik bekommen in dem Moment tatsächlich, weil ich dachte, scheiße, es ist doch nicht so einfach getan, wie ich es gedacht habe. Mein Plan also, überlegen, recherchieren, im Internet schauen, was hat man alles für Möglichkeiten, um am besten gegen einen ungerechtfertigten Bann von YouTube vorzugehen. Nebenbei war dann auch mein Plan, ey, ich schreibe immer wieder erneut Entbannungsanträge, denn einer der ersten Sachen, die ich gefunden habe, waren tatsächlich, dass man teilweise sehr, sehr, sehr oft Entbannungsanträge stellen muss, damit dieser wirklich geprüft wird und nicht nur von einem Bot geprüft wird. Und da braucht man einfach ein bisschen Glück. Ich hatte mir auch vorgenommen, meinen Entbannungsantrag, meinen nächsten, mit einer etwas besseren Bezugnahme auf meine Videos zu nehmen. Denn ich wusste zu dem Zeitpunkt, und das müsst ihr euch auch vorstellen, ich wusste nicht, warum ich gebannt wurde. Also ich wusste schon warum, aber nicht für welches Video. Und genau das war diese skaffte Situation für mich, weil ich einfach nicht wusste, Bro, für welches Video bannt ihr mich denn? Das heißt, ich konnte auch gar nicht objektiv beurteilen, ob das jetzt ein gerechtfertigter Bann war oder nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein nicht gerechtfertigter Bann war, denn ich habe nichts hochgeladen. Lest euch gerne die Community Guidelines dazu nochmal durch. Ich habe nichts hochgeladen, was explizit dagegen verstößt. Am 9.3. am Abend habe ich dann, also am Tag meiner ersten Ablehnung, habe ich dann den detaillierten Text geschrieben, also den Entbannungsantrag, wo ich gesagt habe, okay, da könnte es ein Missverständnis gegeben haben, da. Vielleicht hat auch der Bot gewisse Wörter detected. Wenn ich halt whatever was für Wörter sage, dass es dann halt zu Sexual Content gehört und deswegen ich gebannt wurde. Habe mir deswegen
eine bessere Antwort erhofft. Ja, das wurde dann in weniger als 12 Stunden wieder vom Tisch gehandelt. Denn da habe ich wieder eine Ablehnung bekommen am 10.3. um 6.45 Uhr am Morgen. Die gleiche Antwort. Und da dachte ich mir schon, ja okay, gut, das hat sich keiner angeschaut. Ansonsten hätte er ja vielleicht mal Bezug genommen auf das, was ich da gesagt habe. Also, was habe ich gemacht am 10.3.? Ich habe eine Stunde, nachdem ich die Ablehnung bekommen habe, habe ich nochmal einen neuen Entbannungsantrag geschickt, wo ich den gleichen Text nochmal reingeschrieben habe. Und um 8.33 Uhr, also eine Dreiviertelstunde später, habe ich wieder eine Ablehnung bekommen. Und jetzt haltet euch fest, diese Ablehnung war auf Englisch. Und ich dachte mir so, hä? Warum ist die auf Englisch? Und mein Text war sogar, also den ich auf Deutsch geschrieben habe, war perfekt ins Englische übersetzt. Also ich weiß nicht, welches Programm da benutzt wurde. Aber warum funktioniert Google Übersetzer nicht so? Erklärt mir das mal kurz, Google. Erklärt mir das mal kurz, warum diese E-Mail so perfekt übersetzt wurde. Aber Google Übersetzer ist einfach Trash. Darum soll es nicht gehen, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Mein nächster Plan war, ich will einen Tweet schreiben an Team YouTube, denn das soll auch den einen oder anderen bereits geholfen haben, mit denen in Kontakt zu treten und dann nachher halt über Direct Messages sich auszutauschen, um einfach zu klären, wo das Problem liegt. Das heißt, ich hatte nur noch so ein paar Möglichkeiten in der Hinterhand, was ich machen konnte. Das eine war halt Team YouTube auf Twitter zu kontaktieren. Ich könnte noch den Support per Mail schreiben, den Support per Chat kontaktieren. Das kann ich aber nur, weil ich YouTube-Partner bin und deswegen habe ich halt Vorzüge, was sowas angeht. Und das vierte wäre halt leider ein Anwalt. Das klingt hart, ich weiß, also das klingt sehr, sehr hart, wenn man sich überlegt, mein Kanal hat 1200 Abonnenten und manche Leute denken sich jetzt, Bruder, was machst du da für ein Fass auf so? Aber mir geht es nur allein darum, dass ich ungerechtfertigterweise einen Bann bekommen habe und vor allem, wenn ich gebannt bin auf YouTube, darf ich keinen zweiten Account besitzen. Also ich darf mit keinem, ich dürfte nie wieder Videos auf YouTube machen. Und ich weiß, ich habe dann dagegen nicht verstoßen und ich wollte einfach nur, dass das Ganze halt sauber abläuft, dass ich einfach nicht unfair behandelt werde. Darum ging es mir einfach. Und das war ein Geist, also ein Riesenwitz. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe in der Zeit auch sehr, sehr viel angefangen zu streamen, weil mir das sehr geholfen hat, einfach mich davon abzulenken, weil mich hat das wirklich, wirklich abgefuckt. Den ganzen Tag, ich war nur abgefuckt. Ich denke mal, es können viele von euch nachvollziehen, so wenn halt sowas, so ein Herzensprojekt weg ist von einem, was das denn bedeutet. Also ihr müsst euch vorstellen, YouTube und Twitch, das ist mein einziger Lebensinhalt in meiner Freizeit. Also jede Entscheidung treffe ich nur danach, weil ich das einfach so fucking gerne mache und das seit über 2 Jahren. Es ist mir scheißegal, wie viel Geld und ob ich damit Geld verdiene. Sonst würde ich das nicht bis zu diesem Punkt oder sonst hätte ich das schon lange abgebrochen, wenn es mir nur ums Geld gehen würde. Ich habe daran extrem viel Spaß an der Interaktion mit euch, mit der Community unter anderem. Und deswegen, ja, wollte ich einfach da mein Recht bekommen. 10.3., wir schreiben den gleichen Tag, wo ich die Ablehnung auf Englisch bekommen habe. Ich habe nochmal 2 Entbannungsanträge gestellt und die wurden beide überraschenderweise abgelehnt. Habe dann den Tweet verfasst an Team YouTube und habe die Situation ganz kurz erklärt in so einem 3-dingsigen Tweet. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin nicht so viel auf Twitter unterwegs, wenn ich ehrlich bin. Ich swipe da mal ein bisschen rum. Naja, was soll ich sagen? Folgt mir da gerne. Ich tweete vielleicht ab und zu lustiges Zeug. Am 11.3., also am nächsten Tag, habe ich dann eine Antwort von Team YouTube bekommen und das ging schneller als gedacht. I don't know. Und habe dann halt mit denen so ein bisschen geschrieben. Ich werde euch die Tweets hier mal irgendwo reinpacken. Dann habe ich auch noch Entbannungsantrag 6 und 7 geschrieben. Die wurden natürlich auch abgelehnt. Manche auf Englisch, manche auf Deutsch. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, 50-50, I don't know. War auf jeden Fall eine sehr, sehr weirde Situation mit diesen Entbannungsanträgen. Also das hat überhaupt gar nichts gebracht. Das sage ich euch, wie es ist. Ich habe dann am 14.3. meine letzte Ablehnung auf meinen 7. Entbannungsantrag bekommen und habe am 15.3., also am Tag danach dann, mit Team YouTube per Direct Messages on Twitter geschrieben. Ja, ich sollte denen einmal einen Screenshot schicken von meiner Antwort, die ich bekommen habe. Und ich dachte mir so, werden wahrscheinlich einfach prüfen wollen, ob ich recht hatte, ob das wirklich nur vom Bot generiert ist. Ja. Was soll ich sagen? In den Direct Messages hatte ich eine Nachricht von Team YouTube, in der quasi das gleiche stand, wie in dieser verschissenen Ablehnungsmail, nur anders formuliert und ich wurde nochmal belehrt, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich nicht auf die Community Guidelines geguckt habe und dass ich zu Recht gebannt wurde. Und ich denke mir so, Bruder, wollt ihr mich gerade verarschen? Nein, ihr habt euch das nicht angeschaut. Ich bin nett geblieben, okay? Ich bin nett geblieben. Blend euch dann mal ein, was ich geschrieben habe. Also, ihr seht schon, ich bin wirklich sehr, sehr nett geblieben, ja? Und das Einzige, was ich von YouTube als Antwort bekomme, ist, dass sie mir leider nicht mehr Informationen geben können. Denn alle Informationen, die sie mir geben können, haben sie mir bereits gegeben. Und ich denke mir so, nein, ihr könnt mir auch einfach mal sagen, an welchem verschissenen Video es liegt, dass ich gebannt wurde, Mann. Damit ich auch dazu Bezug nehmen kann. Damit ich auch sagen kann, hey, seid ihr blöd? Was soll ich sagen? Also, was soll ich sagen? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ey, Digga, wegen welchem Video wurdest du eigentlich gebannt? Denn
Ich habe mal durchgeschaut. Es sind alle Videos von dir noch online. Das ist auch absolut richtig. Alle Videos, die online waren, sind auch noch online. Denn das Video, für das ich gebannt wurde, habe ich an diesem Tag, an dem ich gebannt wurde, hochgeladen. Und zwar um 7 Uhr am Morgen. Es war auf nicht gelistet gestellt, denn ich habe das für den Upload am Mittwoch oder am Freitag geplant. Das war ein Video von Saster YouTube-Kacke. An der Stelle nochmal Kuss und Gruß geht raus. Nein, Saster ist wirklich ein sehr, sehr korrekter Dude. Schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbei. Aber ich wurde für ein Video von ihm gebannt. Und das Video, das blende ich euch einfach mal hier ein. Guckt euch das selber an. Ich lade die Reaction nicht hoch. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich die Reaction nicht hochlade. Ich habe überlegt, cutte ich die Stelle raus. Hab dann auch nochmal damit mit meinem Bruder zusammen darüber geredet und hab dann gedacht, okay, komm, weißt du was, es ist vielleicht besser, lass es einfach gut sein. Lass das Video weg. Ich finde diesen Humor bei YouTube-Kacke sehr, sehr geil. Also sonst würde ich das nicht machen. Versteh mich nicht falsch, es ist nicht geschauspielert. Aber, und das merkt man, glaube ich, auch an meiner Reaktion, es gibt Sachen, also da kommt dann von mir meistens ein, och nö. Und, oder wie ich zurzeit sagen würde, oh nö, ne? Die finde ich einfach nicht witzig. Ich hatte auch schon oftmals Reactions gehabt, wo ich dachte, hey, lade ich das überhaupt hoch? Denn ich habe das Video gar nicht so gefeiert. Aber es haben mir viele Leute halt geschrieben, hey, reagier darauf. Und ich habe darauf dann reagiert und dann dachte ich mir, hey, komm, weißt du was? Die Leute wollen es sehen, die Leute wollen meine Reaction sehen, also lade ich es einfach hoch. Ob ich es jetzt brutal witzig fand oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber am Ende des Tages, natürlich entscheide ich, was auf meinem Kanal online geht, aber am Ende des Tages denke ich mir auch, ich bin es den Leuten so mäßig schuldig, sage ich mal. Ne? Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden. Ich fand, das Video an sich war schon witzig, aber manche Szenen waren mir persönlich eine Schippe drüber. Das hat Saster aber auch ganz klar so angekündigt, denn er war ab und zu in meinem Stream und hat mir so seinen Progress geschrieben. Und da hat er schon so gesagt, ja, üb schon mal dein auch nö oder auch Mann, weil er mit Absicht da halt sehr viele Sachen eingebaut hat, die sehr, sehr kritisch waren und wo er auch dachte so, okay, das ist so eine Sache, die geht vielleicht ein bisschen drüber. Ich will einfach das Thema hinter mir lassen und deswegen auch dieses Video einfach nicht hochladen. Schaut es euch an, macht euch ein Bild darum, überlegt, welche Szene könnte zu meinem Bann geführt haben, überlegt vielleicht auch, ist das ein Bann gerechtfertigt gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann noch YouTube, nachdem sie mir gesagt haben, dass sie mir alle Informationen schon gegeben haben, habe ich YouTube noch gesagt, ob sie mir vielleicht mitteilen können, an wen ich mich denn jetzt wenden kann, denn ich weiß ja, dass hier ein Fehler vorgefallen ist. Und daraufhin wurde ich geghostet. Kuss und Gruß geht raus an Team YouTube auf Twitter. Nein, Spaß. Also, ich kann mir vorstellen, dass die sehr viel zu tun haben. War aber trotzdem nicht nice, dass sie mich gedonowalled haben. Sag ich, wie es ist. Denn am Ende des Tages hatte ich ja recht so. Also, warum beschäftigen sie sich dann nicht ein bisschen mehr mit mir? Klar, bekommen sie wahrscheinlich auch 20.000 Anfragen am Tag, die ungerechtfertigt sind. Aber dann läuft da irgendwas in der Organisation bei Team YouTube einfach verkehrt. Mein Channel ist absolut klar. Nein, ich meine, 1200 Abonnenten, das ist halt ein Witz auf YouTube, sage ich mal. Und dass sie sich da nicht so viel drum kümmern, verstehe ich auch irgendwo, aber ey, Bro, so, I don't know. Also YouTube quasi auf den Rücken der kleinen YouTuber auszutragen, ist dann halt auch nicht der richtige Weg. Was war aber dann mein Plan? Ich habe nur noch eine Chance. E-Mails habe ich gehört, bringt nicht ganz so viel, die können einem normalerweise auch nicht helfen. Das heißt, letzte Chance war der Chat mit dem Google Support Team. Also einen Live-Chat zu starten mit dem Google Support und das Ganze habe ich dann auch am 16.03. gemacht. Und ich habe dann 40 Minuten mit einem außerordentlich kompetenten Google Support Mitarbeiter geschrieben. Ich möchte seinen Namen jetzt hier nicht nennen, weil ich weiß nicht, ob er das überhaupt möchte. Ich habe mir den Chat runtergeladen. Ich habe ihn mir halt gescreenshottet, weil ich das sehr, sehr nice fand. Das war ein sehr, sehr kompetenter Weg. Ich will ihn aber auch, wie gesagt, hier nicht veröffentlichen. So, das würde auch den Rahmen jetzt gerade so ein bisschen sprengen. Er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr korrekt gegenüber mir verhalten und hat mit mir das Problem gelöst. Er konnte mir sehr, sehr schnell sagen, wo liegt das Problem. Wir konnten ganz kurz darüber schreiben. Dann habe ich ihn gefragt, was ich jetzt machen kann. Er hat mir gesagt, okay, du kannst noch einen neuen Entbannungsantrag stellen. Habe ich gesagt, ey, Digga, aber meine ganzen wurden schon abgelehnt. Glaubst du wirklich, das bringt was? Hat er gesagt, ja, vielleicht. Er wird es aber intern weiterleiten. Und das fand ich wirklich sehr, sehr geil. Habe ich gesagt, ja, okay, gut, machen wir. Leite es bitte intern weiter. Weil da wusste ich, okay, ich weiß jetzt, es kommt an einen Menschen und ich werde nicht nochmal abgelehnt. Denn sonst hätte ich mich wieder in den scheiß Chat setzen müssen und wieder die gleiche Story wieder von vorne erzählen müssen. Er hat auch sehr viel Empathie gezeigt, wusste gleich sofort, okay, mich frustriert das ganze Thema. Ich bin aber natürlich immer höflich geblieben. Mein Bann war da schon 8 Tage her. Und deswegen hat er auch natürlich gemerkt, dass ich frustriert war. Long story short, Kuss, Kuss, Kuss und Gruß geht raus an ihn. Nur wegen ihm sitze ich jetzt hier wahrscheinlich. Ansonsten wäre ich vielleicht immer noch gebannt, würde immer noch Entbannungsanträge schreiben und was weiß ich, was ich nicht alles machen würde. Also, ihm habe ich zu verdanken, dass er das Ganze intern weitergeleitet hat und dass sich dann wirklich Menschen das angeschaut haben und sich dazu entschieden haben, mich am 18.03. um 3.49 Uhr zu entbannen. Mein Iststand war dann also, ich konnte wieder uneingeschränkte Videos hochladen. Ich habe einen Strike dafür kassiert. Der Strike
War aber dann schon abgelaufen, weil ich ja schon länger als eine Woche gebannt war. Ihr wisst es ja, Strike eine Woche nichts hochladen, zweiter Strike zwei Wochen nichts hochladen, dritter Strike weg. Der Strike wird in 90 Tagen, glaube ich, wieder abgezogen, wenn ich jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ich habe jetzt keine Lust nachzuschauen, tut mir leid. Und zukünftig ist mein Plan, ich werde auf jeden Fall besser aufpassen, was ich für Videos hochlade, auf was ich reagieren werde und was ich reinschneiden werde in Videos. Werde vielleicht manche Sachen bei YouTube-Kacke auch rausschneiden müssen, weil ich mir selber denke, okay, das war eine Schippe zu viel. Dass es so weit kommen musste, finde ich natürlich sehr schade. Aber ich finde, das ist die einzig vernünftige Reaktion jetzt darauf. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Es geht jetzt ganz normal weiter mit YouTube-Kacke bei mir auf dem Kanal. Hin und wieder will ich jetzt auch mal ein paar andere Videos bringen. Sowas in die Richtung, Talk-Video, was mit Stefan, I don't know. Ein bisschen Real-Life-Stuff. Einfach etwas machen, worauf ich Lust habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dabei bleibt. Nächstes Wochenende, am nächsten Sonntag, wird es damit weitergehen, was man tun kann, wenn man auf YouTube gebannt wurde. Ich werde euch da nochmal detailliert erzählen. Oder allgemein einfach mal so ein, ja, Tipps geben, was kann ich tun, wenn ich gebannt wurde. Das geht jetzt vielleicht nicht direkt an euch, an meine Zuschauer, sondern mehr an Leute, die dieses Problem haben. Genauso wie ich und nicht ganz genau wissen, wie sie jetzt vorgehen sollen. Denen will ich einfach helfen. Das ist jetzt kein Video, was auf meinem Kanal besonders viel zu tun hat, aber ich will trotzdem drüber reden. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesem Video auch wie immer ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar da lasst. Ich weiß, es war ein bisschen ruhiger, aber ich wollte mir das Ganze mal von der Seele reden, damit ihr auch alle abgeholt seid und wisst, was gerade der Stand der Dinge ist und wie es hier weitergehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wenn ihr noch bis hierhin dabei seid. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.